Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Katholischen Haltern am See. Heute am 14. September feiert die Kirche das Fest Kreuzerhöhung. Bei uns in Haltern hat es eine ganz besondere Bedeutung, denn in jedem Jahr zieht am Sonntag nach Kreuzerhöhung die große Kreuztracht, die große Prozession mit dem Halterner Kreuz um die Stadt herum. In diesem Jahr zum 277. Mal. In diesem Jahr haben wir die Wallfahrtskerzen, die Gruppen hier mit nach Haltern gebracht haben, um das Kreuz gruppiert. In aller Schlichtheit erfüllen die Kerzen mit ihrem Schein den Raum und letztlich auch die Herzen. Das Zeichen ist eindeutig, auch wenn wir alleine oder als Gruppe schon lange wieder weg sind, bleibt das Licht, bleibt etwas von uns hier. Und es ist letztlich auch die tiefe innere Botschaft, dass Gott selber das Licht ist, das uns in Jesus Christus aufstrahlt. Er will uns reich machen, er will uns hell machen, er will in unsere Herzen hineinscheinen. An diesem Tag, in dieser Woche und unser Leben lang. So wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen einen gesegneten Sonntag, ein frohes Fest, Kreuzerhöhung und eine gute Woche.